Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News vom 12.12. Heute ganz besondere News, ein bisschen später bei mir, weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin. Aber, oh, ich freue mich jetzt schon riesig, das Ganze mit euch zusammen anzuschauen. Heute fangen wir erst einmal mit einem kleinen Update an, denn die Zäune wurden neu gemacht. Und ja, man sieht hier schon, dass hier ein paar neue Zäune stehen und das Ganze wurde in ganz Silverglade ausgetauscht und natürlich auch im Wald und Flur. Ja, ich bin gespannt, wie das in Silverglade dann aussehen wird. Ich finde, die Zäune sehen ganz okay aus. Ich fand die alten auch ganz gut. Die neuen, die kennen wir ja schon teilweise aus Moorland. Und ja. Ist auf jeden Fall okay, kann ich nichts gegen sagen. Ich freue mich, dass jetzt alles ein bisschen einheitlicher ist. Außerdem gab es ein kleines Kartenupdate. Wir kennen ja alle die Karte und nun kann man ja mittlerweile einstellen, was man sehen möchte und was nicht. Das Schlechte daran war immer, dass das alles wieder zurückgesetzt worden ist, sobald man sich ausgeloggt hat und wieder eingeloggt hat. Mittlerweile, nach diesem Update, bleibt alles so gespeichert, wie du es eingestellt hast. Also eigentlich ganz praktisch, wenn du dir sagst, ich möchte eigentlich die Wettbewerbe und alles überhaupt gar nicht angezeigt bekommen, dann klickst du es weg und dann hast du sie nicht mehr angezeigt, bis du es irgendwann mal wieder anklickst. Ist ganz praktisch, da muss man es nicht immer wieder einstellen, finde ich gut und gefällt mir sehr, sehr gut. Langsam geht es hier mit solchen Masken und sowas alles ein bisschen voran. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Weiter geht es mit ein paar News aus dem Winterdorf. Mein heißgeliebtes Winterdorf, das ich über alles liebe. Mittlerweile kann man jetzt hier Sterne sammeln. Oh, da freue ich mich riesig drauf, denn nun findest man 6 versteckte goldene Sterne. Da bin ich auch sehr gespannt natürlich, wo die sein werden. Und ich denke, das werden wir mal irgendwann im Stream vielleicht machen. Oder ich mache ein extra Video davon. Das weiß ich noch nicht so genau. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Möchtet ihr lieber einen Stream, wo wir die Sterne suchen? Oder möchtet ihr ein Video, wo ich die Sterne suche? Oh Gott, heute verspreche ich mich unglaublich viel. Aber ich hatte einen wirklich sehr langen Tag heute. Ich glaube, dann darf ich mich mal versprechen. Und es bleibt hier beim Winterdorf. Es geht weiter mit den News aus dem Winterdorf. Und zwar gibt es ein neues Rennen. Ihr könnt hier mit diesem kleinen Kerl sprechen, der übrigens Stümperle heißt. Und ja, ihr seht schon, hier fliegen irgendwie die Pferde rum und so. Und ich glaube, das ist das neue Rennen. Also gefährlich, ja, steht da. Total bekloppt auf jeden Fall. Auch da freue ich mich einfach riesig drauf, das dann mal auszuprobieren. Das wird bestimmt extrem spaßig werden. Aber nun die Hauptneuigkeit von den News heute überhaupt. Und zwar gibt es ein neues Urpferd. Oh mein Gott, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es ein neues Urpferd geben wird. Ich bin so mega überrascht darüber. Ich habe ja heute Mittag in meiner Mittagspause schon mal geguckt beim neuen Video, was da so für Kommentare standen und so. Und ein Kommentar oder mehrere davon waren, wie findest du das neue Urpferd und kaufst du dir das neue Urpferd? Und ich dachte, hä? Welches neue Urpferd denn? Wo gibt es denn ein neues Urpferd? Oh mein Gott. Und dann habe ich die News mal angeschaut und dachte, oh mein Gott, ein neues Urpferd, wie cool ist das denn, bitteschön? Ja, und jetzt verstehe ich auch die ganzen Gerüchte, die immer gesagt haben, es sollen Einhörner kommen. Und was hältst du davon, wenn Einhörner kommen? Ja, die Mähne hier sieht eindeutig aus wie ein Horn. Und ich denke, das kann man wahrscheinlich extrem fehlinterpretieren. Ich weiß noch nicht so genau, was ich von der Mähne halten soll. Das muss ich mir dann nochmal ganz genau angucken. Kosten tut dieses Urpferd 599 Starcoins. Und es ist sogar kältebeständig. Unglaublich cool. Dieses Urpferd wird sogar ein bisschen hier bleiben. Und zwar bis Anfang Januar. Bis zum 2. Januar, um genau zu sein. Und dann ist es erstmal wieder weg. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal wiederkommt. Bestimmt. Vielleicht kommt es nächstes Jahr nochmal wieder zu Weihnachten. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Keine Ahnung. Ja, ich finde es echt richtig schön irgendwie. Vor allem, es sieht ja eher aus wie ein Kaltblut diesmal. Die Mähne irritiert mich ein bisschen. Ein kleines bisschen irritiert sie mich tatsächlich. Und da weiß ich wirklich noch nicht, ob ich das schön finde oder nicht. Aber ich finde die Färbung insgesamt richtig, richtig schön. Und so wunderschöne blaue Augen. Und ja,
total frostig irgendwie. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch ein neues Pferdekauf-Special in den nächsten Tagen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Außerdem findet ihr im Westkamp Fischerdorf den Pferdemarkt wieder. Also wenn ihr noch ein paar alte Pferde haben möchtet, dort einfach vorbeischauen. Ja, das war es dann auch schon mit den News von heute. Obwohl, ich finde, diesmal waren die News echt ziemlich cool. Und ich muss mir dieses Pferd noch wirklich ganz, ganz genau anschauen. Und bin echt sehr, sehr gespannt. Und das Rennen und, oh mein Gott, ich finde das so unglaublich cool, gerade was ich hier so sehe. Und ich freue mich auf die nächsten Tage, das einmal auszuprobieren. Ach ja, übrigens, es wird gleich noch eine Adventskalenderfolge geben. Nur mal so noch zur kleinen Info. Natürlich leider heute auch wieder ein bisschen später, weil ich heute wieder den ganzen Tag auf Arbeit war und jetzt erst zu Hause bin. Deswegen auch die späte News-Folge. Ich hoffe, das ist trotzdem okay. Ihr kennt wahrscheinlich jetzt schon alles in- und auswendig von den News, bevor ich das jetzt gebracht habe. Aber ich liebe einfach die News und ich muss einfach trotzdem meine News-Folge machen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim Adventskalender wieder und wir sehen uns auch morgen wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe